Hi, Thorsten hier. In der Wildlife-Fotografie, wenn wir mit solchen großen Objektiven unterwegs sind, braucht man natürlich auch einen entsprechenden Rucksack dafür. So einen Rucksack habe ich hier auf dem Rücken, aber nicht immer, wenn ich unterwegs bin, will ich alles mitnehmen und auch nicht immer das große Objektiv. Und dafür habe ich einen kleinen Rucksack gesucht und ob ich einen gefunden habe, das seht ihr in diesem Video. Gerade bei Wandertrips will man nicht immer das ganze Gepäck mitschleppen und das ist auch gar nicht notwendig. Man muss nicht immer das große Objektiv dabei haben. Schon seit längerem suche ich einen kleineren Rucksack, in welchen ich ein bisschen was reinbekomme, der aber auch nicht zu schwer und nicht zu groß ist. Und vor kurzem hat mich K&F Concept wieder einmal angeschrieben, ob ich nicht etwas testen wollte. Und ein Testobjekt darunter war ja dieser kleine Rucksack, den ich jetzt hier hinten habe. Und ob der für mich geeignet ist und für wem der vielleicht auch noch geeignet ist, das will ich euch jetzt einfach mal erzählen. Als ich das Paket mit dem Rucksack erhalten habe, habe ich erst gedacht, meine Güte, was ist das für ein kleines Paket? Das war ja gerade mal so groß, überhaupt nicht hoch. Also da hat man gedacht, boah, entweder haben die den Rucksack da reingepresst oder der ist wirklich mega, mega klein und da passt gar nicht so viel rein, wie ich mir eigentlich gewünscht habe. Als ich den dann aufgemacht habe und auch rausgeholt habe, ja, da war ich schon mal etwas positiv überrascht, weil aus dem kleinen Paket kam doch ein Rucksack raus, der sich gar nicht mehr so klein anfühlte. Selbst von der Wertigkeit war ich ja positiv überrascht. Ich habe mir dann den Rucksack etwas genauer angesehen und da gab es ein paar Dinge, die haben mir gefallen, die haben mir nicht so gefallen und mittlerweile habe ich den Rucksack jetzt schon 2 Wochen und nutze den sehr gern. Weil das ist wirklich ein kleines Raumwunder, will ich mal sagen. Also der ist gar nicht groß, 25 Liter, fast dieser Rucksack, aber da passt wirklich eine Menge rein. Das hätte ich nie gedacht. Ja, jetzt will ich euch den Rucksack mal zeigen. Und der Rucksack hier, ihr seht ihn, der ist wirklich nicht groß und der ist auch ziemlich leicht. Ich habe hier natürlich jetzt ein paar Sachen drin, ein bisschen Equipment drin. Und will euch da tatsächlich mal zeigen, was der Rucksack alles kann und was wir hier alles einräumen können. Also rein vom Material, das ist ein sehr gutes Material. Okay, jetzt ist er hier ein bisschen ja, angeschmutzt heute Morgen, als ich hier ja, unterwegs war in der Natur. Da ist es ein bisschen nass gewesen, aber das Material ist wirklich super, da geht erstmal gar nichts durch. Es gibt dann noch einen Regenschutz, komme ich später noch dazu. Der Rucksack selber hier, wirklich wertiges Material. Die Nähte sehen wirklich gut aus. Die Reißverschlüsse hier, wie zu sehen, die haben hier auch nochmal so eine Kante, dass dort sozusagen ja, Spritzwasser jetzt nicht so reinkommen kann. Finde ich richtig gut. Ansonsten hat der Rucksack hier ja verschiedene Öffnungen. Also, wir haben einmal hier vorne ja, so eine zusätzliche Tasche oder so einen zusätzlichen Bereich, den wir hier auch noch ein bisschen ausklappen können. Mit hier einem zusätzlichen Reißverschluss. Ihr seht, ne, man kann das hier zumachen und da passt noch ein bisschen was mehr rein. Also, man kann den Rucksack auch noch etwas vergrößern. Das Fassungsvermögen von dem Rucksack, wenn ich es noch nicht gesagt habe, 25 Liter, passen hier rein. Und ja, ansonsten haben wir hier oben noch so eine Tasche oder so einen Deckel, den wir von hier oben öffnen können. Und da haben wir hier ja nochmal so eine Netztasche, wo wir verschiedenste Sachen reinlegen können. Und hier oben habe ich jetzt ja meine Kamera drin. Wenn ich jetzt am Wochenende unterwegs bin, nehme ich natürlich nicht das riesengroße Objektiv mit. Hier habe ich jetzt die Kamera drin mit den 24-105 mm. Habe ich das jetzt hier reingelegt. Passt hier wunderbar rein, ihr seht es, einwandfrei. Ne, hier hat man dann so einen Deckel, den kann man auch noch vergrößern, wenn man hier oben noch mehr reinlegen will. Aber für mich jetzt in dem Fall völlig ausreichend. Ansonsten der Rucksack selber, ne, müssen wir erstmal wieder zumachen. Der Rucksack selber hat hier ja diese Trageriemen, die auch sehr gut gepolstert sind. Also ich habe das jetzt noch nicht erlebt. In der Zeit, in der ich es genutzt habe, dass es hier gedrückt hat,
Einige Rucksäcke, die drücken dann doch mal. Ne? Man kann hier vorne noch so einen, ja, einen schmalen Brustgurt sich ranmachen, sodass man das noch ein bisschen zusammenziehen kann, dass dann sozusagen die Träger jetzt nicht so hier schleifen, sondern man kann die sich noch ein Stück in die Mitte ziehen, so dass sich das Gewicht von dem Rucksack besser verteilt. Und hier hinten haben wir eine super schöne Polsterung, die auch ja, solche, ich sag mal, solche Luftlöcher hier drin hat, die dann sozusagen den Schweiß, gerade wenn es draußen warm ist, ein bisschen ableiten kann. Okay, ansonsten ins Innenleben kommt man, indem man den Rucksack hier ja, hinten direkt am Rücken öffnet. Dann hat man hier die Reißverschlüsse. Moment, ich muss erstmal die Reißverschlüsse suchen. Wo habe ich? Ah, hier drüben habe ich es hingemacht. Man hat insgesamt ja, zwei Reißverschlüsse hier. Ich will das mal kurz zeigen. Also, man kann einen hier aufmachen, den anderen da aufmachen. Und dann können wir hier einfach mal in den Rucksack reingucken. Man klappt den so auf. Was man jetzt nicht machen kann, man hat jetzt hier unten keinen Bauchgurt, kann sich den nicht so umschnallen und dann so öffnen. Das geht leider nicht. Aber ich sag mal, wenn man den unten auf dem Boden ablegen kann, ne, und jetzt nicht mit der Seite, die man dann auf dem Rücken hat, gerade wenn es nass ist oder sowas, bietet sich das an, dass man den Rucksack so ablegt, kann man den hier öffnen und dann sieht man hier das Innenleben. Und ihr seht, ich habe jetzt hier drin das 105 bis 600 DGTN. Fernglas habe ich hier drin. Ja, jetzt könnte man noch ein zusätzliches Objektiv reinmachen. Hier habe ich so eine Schachtel drin für meine Funkstrecke. Und hier unten seht ihr, da ist jetzt Platz. Da habe ich jetzt die Videokamera drin gehabt und die filmt mich ja gerade. Ansonsten habt ihr hier nochmal, ja, auch nochmal einen Behälter, wo ihr hier sozusagen theoretisch einen Laptop reinpacken könnt. Da soll wohl ein 16 Zoll Laptop reinpassen, das habe ich jetzt nicht probiert. An der Seite, so, jetzt machen wir erstmal wieder zu hier. Ja, wenn er nicht auf dem Boden liegt, ich lege ihn mal kurz auf den Boden. Da geht er natürlich viel, viel besser zu. Wenn er nicht auf dem Boden liegt, geht er nicht so gut zu, logischerweise, weil er dann unter Spannung ist. Also hier vorne will ich noch mal kurz zeigen. Hier vorne habt ihr auch zwei Reißverschlüsse. Um das zu öffnen, könnt ihr das hier dann sozusagen ausklappen. Und ja, hier habe ich jetzt noch mal, ja, einen Filter drin. Ne? Da könnt ihr verschiedene Sachen reinlegen. Da könnt ihr noch eine Regenjacke reinpacken oder Regenschutz oder was auch immer könnt ihr hier reinpacken und das ist wunderbar verstaut. Hier an der Seite habt ihr auch noch mal so eine Tasche. Ah, das ist die falsche Seite. Komme ich später dazu. So, hier habt ihr noch mal so eine Tasche, wo ihr auch so verschiedenste Dinge reinlegen könnt, reinpacken könnt. Alles wunderbar. Auf der anderen Seite, ich habe es gerade schon mal grob gezeigt, das ist jetzt keine Tasche, sieht zwar genauso aus wie auf der gegenüberliegenden Seite, aber hier habt ihr so eine Öffnung, die ich jetzt nicht nutze, um ja, eine Kamera direkt hier an der Seite reinzustecken oder rauszuholen. Das habe ich jetzt bei mir nicht gemacht, aus dem einfachen Grund. Ich habe das probiert und das ist ganz schönes Gefummel, weil hier ja diese Öffnung, die ist ja so, ja, abgebogen und dann klemmt immer die Kamera da drin. Zumal die Kamera dann unten liegt und wenn man dann irgendwas oben drauf legt, dann ist das nicht ganz so stabil da drin, das klappert und wackelt und das habe ich nicht so gern. Deswegen diese Öffnung, die nutze ich jetzt tatsächlich nicht, aber wer das gerne möchte, kann sich ja den Rucksack entsprechend einräumen. Ja, hier an den Außenseiten haben wir dann auch noch so einen Gummizug, wo wir dort sozusagen eine Trinkflasche reinpacken können. Und auf der anderen Seite zusätzlich noch, also hier auch dieser Gummizug, diese Tasche, zusätzlich noch, ja, so ein Riemen, den wir hier so aushaken können. Und da kann man da ein Stativ reinstecken. Jetzt seht ihr ja schon, der Rucksack ist nicht ganz so groß. Und da muss man sich überlegen, was packt man da für ein Stativ rein.
Und da passt jetzt natürlich kein Großstativ rein. Ich hole mal eins. Also hier an der Seite könnt ihr so ein kleines Stativ reinstecken. Ich habe hier mal so ein kleines Stativ, ebenfalls von K&F Concept. Wenn euch dieses Stativ interessiert, da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Das verlinke ich mal hier oben, könnt ihr euch gerne anschauen. Aber dieses Stativ, das kann man jetzt hier wunderbar reinrollen. Mache ich jetzt mal. Na, das steckt man hier so in die Seite rein. Und dann kann man hier ja diesen Gurt hier, das sind solche Ösen hier an der Seite, kann man den dann auch entsprechend verlängern oder verkürzen, je nachdem, was man da für ein Stativ anbringen kann oder will. Hängt das hier wieder ein, zieht es fest und dann hält auch dieses Stativ. Ein Nachteil ist jetzt natürlich, ihr seht, wenn sie hier ein schweres Stativ ranhängt, auf der Seite habt ihr nicht so einen Gurt, könnt ihr kein zweites Stativ ranhängen, aber wenn man hier dann vielleicht noch eine Wasserflasche reinpackt oder sowas, dann ist das Gewicht wieder so halbwegs ausbalanciert. Und ich finde auch, selbst wenn jetzt nur das Stativ an der einen Seite dran ist, dass sich das gar nicht so schräg anfühlt oder überhaupt gar nicht schräg anfühlt, wenn man den Rucksack auf dem Rücken hat. Also gerade für Trips, wo ihr nicht so viel mitnehmen wollt, wie gesagt, in den Rucksack, da passt ziemlich viel rein. Ach, eins habe ich noch vergessen. Innen könnt ihr euch natürlich den Rucksack so einräumen, wie ihr wollt. Ihr habt da hier solche, ja, Zwischen, ja, keine Ahnung, wie die jetzt heißen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nicht, wie die heißen, solche Zwischeneinleger oder Trenner, wo ihr dann sozusagen euch die Fächer entsprechend einräumen und einrichten könnt. Und die sind auch ziemlich stabil. Also da ist wirklich, also nichts so schlapprig oder sowas. Da ist, die sind wirklich ziemlich gut und robust. Also fühlt sich zumindest so an. Und da könnt ihr den Rucksack auch entsprechend die Fächer einräumen oder einrichten, wie ihr das dann letztendlich macht. Ja, der Rucksack ist jetzt auch nicht ganz so günstig. Also es gibt Rucksäcke, die kosten 60, 70 Euro, aber ich habe mir da schon einige angeguckt, die sind wirklich nicht so gut. Der kostet jetzt regulär 125 Euro. Das ist jetzt auch nicht ganz so günstig, aber ich denke, dass ja, bei dieser Qualität, also wie gesagt, ich habe erst gedacht, ja, 125 Euro, das müsste aber ein größerer Rucksack sein, da müsste ein bisschen mehr reinpassen, aber rein von der Qualität und von der Aufmachung hätte ich jetzt nie gedacht, ist der Rucksack wirklich, wirklich nicht schlecht und sicherlich auch sein Geld wert. Aktuell bei Amazon gibt es eine 15% Rabattaktion für diesen Rucksack, also da spart ihr auch nochmal, dann kriegt ihr den Rucksack für ca. 100 Euro. Und sollte die Rabattaktion abgelaufen sein, ich habe euch nochmal einen Coupon unten rein gesteckt. Mit dem Coupon kriegt ihr nochmal 5%. Aktionen könnt ihr natürlich nicht kombinieren. Also das heißt, wenn die 15% vielleicht weg sind oder nicht mehr greifen, dann könnt ihr den immer noch für 5% günstiger, möglicherweise für 5% günstiger kriegen. Ich kann euch natürlich nicht garantieren, dass die Coupons dann alle noch funktionieren. Das müsst ihr einfach mal probieren. Also, ich verlinke euch den Rucksack mal unten in der Beschreibung, zuzüglich den Coupon. Und wenn ihr den kaufen wollt oder wenn euch der Rucksack gefällt oder ihr mehr Informationen über den Rucksack ja, erfahren wollt, dann guckt euch das einfach mal auf Amazon an. Wenn ihr den ja kaufen wollt, dann kauft ihn gerne auf Amazon. Da unterstützt ihr mich auch ein kleines bisschen. Das sind Affiliate-Links. Ihr bezahlt deswegen gar nicht mehr. Aber ein kleiner, wirklich kleiner Obolus geht dann an mich. Wenn euch der kleine Tipp gefallen hat, dann lasst mir gerne wieder einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann bleibt mir nur noch, euch zu wünschen, dass ihr immer den besten Rucksack findet und auch immer dabei habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.